So, sind wir doch wieder in der analogen Realität und stellen fest, im Supermarkt, es gibt schon Spargel, hat sehr früh begonnen, die Spargelsaison. Und wie können wir das denn jetzt mal mit dem Trend schlechthin in der Küche kombinieren, nämlich der Heißluftfritteuse oder auch dem Airfryer, wie unsere Jugendlichen sagen. Also alles wird da reingesteckt und wir haben uns natürlich gefragt, kann man es mit Spargel auch machen? Roberto Enslin, Profikoch, kann man. Kann man. Ist überhaupt kein Problem und wir machen es. Genau, wir machen es nämlich einfach. Jetzt hattest du mir heute Morgen bei Runde 1 schon verraten, dass man den Spargel aber nicht wie anderes Gemüse einfach so reinschmeißen sollte, sondern ein wenig panieren. Genau. Warum? Also die Fritteuse ist ja so, dass sie ja möglichst dafür da ist, um etwas knusprig zu machen. Und knusprig brauchen wir natürlich beim Spargel außen eine kleine Schutzhülle und dann machen wir eine Panade. Okay. Und das machen wir eben mit ein bisschen Semmelbrösel, aber 1:1 vermischt mit Parmesan. Ich habe also Parmesan hier reingerieben, das untergemischt, damit wir natürlich noch einen schönen Nebengeschmack haben. Und ich mache nebenbei, ich habe hier schon mal so ein bisschen was vorbereitet, weil wir wollen es ja knusprig gleich diesen auf den Satz Teller liebe ich sehr bei Fernsehküchen, weil da kann man am Ende auf jeden Fall was essen, egal wie weit wir gekommen richtig, sind. Richtig, richtig. Und ich mach, du machst jetzt einfach den Spargel. Habe ich nur ein bisschen Weißwein, Salz und Pfeffer roh mariniert. Und den könntest du jetzt einfach panieren. Weißer und grüner Spargel gemixt. Und den hast du mit Weißwein? Bisschen Weißwein. Ja. Ist die leichte Säure, ist die schöne Säure. Zitrone ist für mich beim Spargel immer schon zu viel. Und ist auch das Mittel dafür, dass Salz und Pfeffer kleben bleibt. Das, was wir überhaupt eben am Geschmack reinkriegen, weil wir kochen ja nicht. Ne? Und ich mache hier mal so eine schöne Salze. Ich habe hier 2 Teile Olivenöl, etwas Estragon-Essig und Dijon-Senf drin. Mhm. Und da machen wir einfach jetzt Schalottenwürfel, geröstete Pinienkerne, Bärlauch. Es ist ja Bärlauchzeit, nicht wahr? Dieses schöne, sehr intensive Kraut. Und Tomatenwürfel, aber ohne Haut und ohne Kerne. Ganz fein geschnitten mache ich jetzt alles da rein. So macht's der Profi. Ich habe dich dabei beobachtet beim Häuten von einer rohen Tomate. Und, ich war früher Indianer. Ich muss auch sagen, ich habe gestaunt. Wo lege ich denn diese kleinen Teilchen jetzt hier nun hin? Ich nehme jetzt aber mal. Genau, nimm einfach einen Teller. Ja, so. Genau. So. Das machen wir. Das rühren wir jetzt einfach gleich zusammen. Das wird so ein bisschen wie so eine Art Salzer. Ja? Das heißt also ein etwas dickeres Dressing. Ja. Ja, weil das können wir, da kann ich man eben das Salzer nur, dass man es mit Limettensaft macht. Genau. Aber also Säure wäre eine Möglichkeit, aber man kann eben auch ein bisschen Öl dazu nehmen, dass man so eine leichte Bindung noch kriegt. Ne? Okay. So. Und wie lange, wenn wir die jetzt reinschmeißen, die Spargelstängchen, diese panierten? Genau, wir brauchen 200 Grad und wir brauchen so knapp 20 Minuten. Man muss mal so zwischendurch mal aufmachen, ne? Je nach Dicke des Spargels, ungefähr knapp 20 Minuten, dann haben wir das Ganze schön knusprig. Und ich sage ich habe jetzt hier aus appetitlichen Gründen Gummihandschuhe angezogen, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist ja keine Freude hier als Hausfrau. Nee. Das ist wohl wahr, deswegen sollst du das ja auch machen. Aber muss gar nicht vorgekocht werden. Gerade bei Spargel ist ja oft die Gefahr, dass es... Genau, also dieser gebackene Spargel ist eben diese 20 Minuten, das reicht. Dann ist der wirklich gar. Ja, und der ist dann innen auch sehr schön saftig, weil die Panade schützt natürlich vor Austrocknen. Macht man da keinen Unterschied zwischen weiß und grünem Spargel? Müsste man eigentlich, aber dadurch, dass wir jetzt beides zusammen machen, ist das völlig okay. Ja. Man guckt so ein bisschen, dass die Spargelstangen möglichst gleich dick sind. Ich habe hier auch extra bewusst eben diese dickeren mal nicht genommen, weil das wäre dann wirklich von der Zeit unterschiedlich. Ja, okay. So. Ich und schon Salz und Pfeffer hast du jetzt hier gar nicht groß dran, ne? Doch, habe ich einmal an dem Spargel, ne? Und hier im Ei auch. Sehr gut. So, ich fange jetzt einfach mal an. Die beiden Herren möchten ja essen. Ja, wir sitzen ja hier nicht zum Spaß. Ja, genau. Wir machen mal schnell den Rucola-Salat auf den Teller. Naja, das ist dann aber auch hier Low Carb, ne? Kann man... Ach so. Naja, nee, durch dieses Paniermehl... Die Hollandaise fehlt. Paniermehl ist... Ja, gut, okay. Ja, genau. Ja. Normalerweise natürlich schon, ne? Sag mal, so ein Sauce Hollandaise Dip daneben. Genau. Ich taste mich gerade an Bärlauch ran, weil meine Tochter nämlich eine Riesenmenge an Bärlauch gesammelt hat mit ihrem Freund zusammen. Sehr gut. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug anfangen soll. Pesto, genau. Pesto haben wir einmal gemacht, aber kann man auch einen Salat aus Bärlauch machen? Nein, das ist eher zu streng. Nein, ne? Das ist viel zu streng. Unangenehm. Ja. Also Bärlauch ist natürlich sehr, sehr intensiv. Und wenn du da wirklich eben mal 2, 3 Blättchen auf einmal isst, das wird nichts. Und dann hast du auch keine Freude. Also vor einem Date sollte man Bärlauch auch in der Form definitiv essen. Definitiv. Ne? Es hat Knoblauchgewächs. Ja? Hat richtig Power. Aber sehr lecker. Und ich finde es eben gut, weil es das eben wirklich nur einmal im Jahr gibt. Eben wirklich nur im Frühling. Ne? Ja. Wie lange eigentlich ungefähr? Meistens wirklich nur 2, 3 Wochen und dann ist vorbei. Und das finde ich gut. Und das ist ja auch das Schöne am Spargel. Deswegen bitte, alle Zuschauer, kaufen Sie nur deutschen Spargel aus der Saison. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da eben nicht irgendwas aus... Irgendwo aus Griechenland importieren, das ist total verrückt. Ja. Wir müssen wieder zurück zur Saison gerichten. Ne? So, schaut mal.
Sehen wunderbar aus wie Mozzarella-Sticks. Ja, das sieht gut aus. Ihr könnt schon mal Spargeld rausholen. Oh, ja, das sieht gut aus. Ne? Guck mal, das ist ja so richtig. Sehr gut. Ja, ja, richte mal an schon für die beiden. 20 Euro Mittagstisch. Ja, locker. Teuer. Guck mal hier, zack. Darf man am Klavier essen? Ja, an meinem Klavier darf man. An dem Klavier darfst du viele Dinge, die nichts mit Musik zu tun haben. An und auf dem Klavier. So. Ja, okay. Großartig. Darf ich dir mal einfach so einmal, ist ein bisschen heiß. Das ist ja wie Fingerfood eigentlich. Das ist wie Fingerfood. Meine Herren, es geht los. Richtig heiß. Passt auch. Aus dem Airfryer direkt. Es ist richtig heiß, aber... Marlene, ich muss auch dir wieder ein Kompliment machen. Du bist ein bisschen selbstbewusster in der Küche. Beim Panieren, ne? Also gut gemacht. Von, in dem Fall Roberto. Gut gemacht. Ja. Wir hatten ja so einen Panierexperten vorher. Naja, ich will nicht drüber also, reden. Er ist noch ein die Rede ist leider von mir. Das muss erstmal ein bisschen abkühlen. Aber es hat eben schon sehr gut geschmeckt. Was natürlich auch an der Vorbereitung lag. Bei Chris und beim Kochen, er passt wenigstens von der Figur zum Spargel. Ja, er ist ein. Er ist sehr gut im Essen. Genau. Er ist sehr gut im Essen. Sehr gut. Ich meine, da immer Arm drücken. Ich esse auch mal so einen Teil. Toll. Crunchy. Schön. Roberto, vielen Dank. Ich habe mir eine Zunge verbrannt. Ja. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.